Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vergangenen Wochen und Monate waren für die internationale Wissenschaftsgemeinschaft wahrlich turbulent. Wir alle verfolgen die Ereignisse mit Besorgnis. In Deutschland leben wir in einem Land, dessen Wohlstand entscheidend auf Bildung, Forschung und Innovation aufbaut. Wissenschaftliche Fakten sind und müssen hierfür eine wichtige Grundlage des gesellschaftlichen Diskurses sein. Dafür setzen wir uns als Helmholtz-Gemeinschaft und ich selbst mich als Präsident unserer Organisation nachhaltig ein. Um neue Erkenntnisse zu gewinnen, muss Forschung frei sein und frei agieren. Selbstverständlich stellt sie sich dabei ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Helmholtz steht für Internationalität, für Weltoffenheit und Diversität. Wir fördern und fordern den Austausch über Disziplinen, Länder und Organisationsgrenzen hinweg konsequent und wir halten ihn für ein absolut zentrales Element erfolgreicher Forschung und Entwicklung. Diese Prinzipien sind uns wichtig. Insbesondere unsere internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können immer darauf vertrauen, dass sie bei Helmholtz höchst willkommen sind. Ich weiß, dass viele von Ihnen jeden Tag hierfür eintreten. Es macht mich stolz, Präsident einer Forschungsorganisation zu sein, die für diese Werte steht und die sie täglich lebt. Am 22. April werden weltweit Menschen auf die Straße gehen, um sich dafür einzusetzen, dass wissenschaftliche Fakten als Grundlage des gesellschaftlichen Diskurses nicht verhandelbar sind. Auch in Deutschland werden in vielen Städten Kundgebungen stattfinden. Ich möchte Sie auf diesem Wege ermutigen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Lassen Sie uns dieses wichtige Anliegen gemeinsam angehen und gemeinsam Zeichen setzen. In diesem Sinne grüße ich Sie alle vielmals.